Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir fangen hier an einer Stelle an, die wir alle schon kennen, nämlich die des Klavier zur Seite schiebens. Und That's Comstock House. If we're gonna find him, we should start there. Genau, wir sollen zu Comstocks Haus gehen. Das kriegen wir irgendwie hin, würde ich vorschlagen. Where are these people going? Wherever the Vox Populi ain't. Ja, und die ganzen Leute fliehen natürlich vor dem Regime der Vox Populi, wie es hier in dieser Paralleldimension existiert. Und ich muss sagen, seit ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich komplett The Vanishing of Ethan Carter durchgespielt. Also es ist eine Weile her, es kann sein, dass es erstmal warm werden muss hier. Ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen Murks zwischendrin mache. Und ich hätte gern, oh, ich wollte gerade sagen, ich hätte gern eine Maschine, um Sachen zu kaufen. Aber ich will die, um Munition zu kaufen. Ich will nicht die Armory-Ding. Okay, wir schleichen uns mal. Sowas wie eine Nahkampfattacke haben wir ja nicht, ne? Do it. Now. Noch so ein Moskito, genau der. Wollte gerade sagen, ey. Okay, also Kinder, Feuergefecht geht los. Schade, ich wollte Munition kaufen. Ich habe echt ein bisschen Low Ammo, muss ich sagen. Dass die halt diese blöden Moskitos immer so fertig machen können. Was machst du denn? Zack. Vielen Dank. Ja, danke. Okay, ein bisschen wenig Munition, um in so ein Feuergefecht reinzulaufen. Ich geb's ja zu und ich bin auch gerade ein bisschen überfordert. Das ist so krass. Verdammt, ich dachte, das wäre Salz. Versuchen wir es nochmal hier oben. Vielleicht sind die jetzt so auf unten konzentriert und wir können hier oben mal in Ruhe durch. Vielleicht haben wir das. Wieder so ein Moskito. Danke! So will ich das sehen. Sind alle tot? Nein, wir sind noch nicht alle tot. Alles klar, wir haben noch ein Problem. Irgendwo hier ist noch einer. Auch wenn ich nicht weiß, wo. Okay. Irgendwie knall da schnell. Nimm ihn! Danke! So, es muss ein bisschen hochfrequentierter kommen, Mädchen. Nehmen. Okay. Dankeschön. Was ist das jetzt langsam? Ne, hier stehen immer noch welche. Ich höre doch einen Bubble. Are they all gone? Ja, das ist eine Sache, die frage ich mich aber auch. Und ich will jetzt hier Munition haben. Moment mal, hier steht alles mögliche. Wasserlache, die brauche ich nicht. Hier können wir looten. Hier haben wir nichts mehr zu looten. Hier haben wir alle schon gelootet. David, hier ist doch irgendwo. Oh! Eh schon keine Munition und dann so. So, machen wir hier. Gehen wir
mal her, die Medizin. Was kannst du noch für Risse öffnen? Och, Menno, warum ist denn hier nur so ein Armory-Ding? Na gut, wir verzagen mal nicht. Irgendwo hier in der Nähe wird schon... Ach, hier unten, guck mal, was hier rumsteht. So. Was haben wir denn hier alles? Schadensboost. Schadensboost fürs Karabiner, Panzerfaust, Präzisiongewehr, Pistole, Panzerfaust. Okay, das ist alles Kacke, das benutzen wir alles nicht. Revolver, Revolverschaden, Karabiner, der Burstgun. Burstgun benutze ich auch nicht. Maschinengewehrschaden um 25. Ach ja, für 200 Dollar. Freilich. Präzisionsgewehr, Repetier, verringert die Nachladezeit des Schießeisens. Ja, ihr seht, wir haben schon ein relativ großes Repertoire an, Repertoire an Waffen, aber man kann halt immer nur zwei tragen und ich meine auch, dass ich mich das letzte Mal schon immer für diese zwei Waffen, genau diese zwei Waffen entschieden habe, einfach weil die mir am sympathischsten waren. Die eine für enge Korridore mehr oder weniger, um Burstschaden auszuteilen und die andere halt für auch auf die Ferne und da funktioniert sie auch relativ gut. Okay, sonst ist hier echt nichts, ne? Salze habe ich genug. Was war das denn? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht in diesem Gebäude da vorne drin wartet ja schon irgendwie so ein komischer Automat auf... Ist ja ein Haufen Loot! So ein Automat auf uns, wo wir Munition kaufen können. Dann fühle ich mich auch schon wesentlich wohler. Wow, also 22 Lockpicks hatte ich das letzte Mal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stand ich öfter mal vor Türen und habe gedacht, oh, wenn du jetzt ein Lockpick hättest oder Saves, auch wenn du jetzt mehrere Lockpicks hättest. Okay. Ja, machen wir auf hier. Wenn komm, Stocks Haus rein. Always has. When I was younger, I used to be excited when I heard it. Excited? He was all I had. He fed me. Brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. And I hated him. Because he was my warden. He's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. Jetzt konzentrier dich mal und mach das Schloss auf. Glaube ich. Hallo. Port Prosperity. Oh Mann, was ist denn hier schon wieder los? Fitzroy is no better than Comstock. Was she? Once people get their blood up, it ain't easy to settle it down again. This is on our hands, isn't it? Ja, irgendwie schon, aber daran dürfen wir uns ja jetzt nicht fertig machen, oder? Okay, hier könnte man wieder die Vigors aufleveln, aber... Money. Ich will Money. Wo haben wir es denn? Maschinengewehr? Schrotgewehr? So, jetzt mal schon gut. Haben wir jetzt noch genug, um hier was aufzuleveln? Huch. So, was machen wir denn mal? Bronco, was nehmen wir denn hier? Schockkette. Verleiht... Was? Verleibt die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, das nehme ich. Bing! So, haben wir noch genug für irgendwas Billiges? Hier unten, Soghilfe. Erhöht die Anzahl von Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Ach nee, wisst ihr was? Das Geld spare ich mir. Okay, jetzt den Blitz, habe ich nämlich gemerkt, benutze ich ja relativ oft. Jetzt haben wir quasi für den auch diese nützliche Fähigkeit. Genau, das ist ein Haufen. Alles klar, dann würde ich doch mal sagen, spekulieren wir mal aus, wo es lang geht hier. Ich glaube, dass es hier lang geht, aber da vorne ist ein Schloss zum Aufen. Na, ich halt es doch nicht aus. Seht ihr, das war schon. Auf dem Knopf ist man nämlich gesprintet bei Ethan Carter. Ach, ist das fürchterlich. Naja, gut, wir sparen es uns. Machen wir hier auf. Hier ist doch bestimmt Special-Zeug. Ja, hier ist bestimmt, dass da was da glänzt, ist bestimmt ein Vigor. Genau das da. Ach ne, das ist Munition. Okay, Kinder, wo geht's lang? Ich glaube, es geht in beide Richtungen lang. Bloß hier kriegen wir noch irgendwas Spezielles. Ne, es geht nicht in beide Richtungen. Das ist echt nur Secret Stuff. Zack, zack, zack. Was haben wir hier? Ah, wieder so ein Trank. Was nehmen wir denn mal? Erhöhen wir unser Schild oder unsere Gesundheit? Ich würde sagen, unsere Gesundheit. So. Nice. Alles klar, Elizabeth, komm mit. Es gibt keine Zeit zu verlieren, wir müssen zu Comstock. Okay, ich glaube, wir hätten uns das Lockpick sparen können. Obwohl, nee, hätten wir nicht. Ja, wofür zur Hölle ist das denn gut? Ah! Haha! Haha! Was haben wir denn hier?
Neues Hemd, Winterschild. Das Springen von oder an der Skyline gewährt kurzzeitig Unverwundbarkeit. What? Was soll man da sonst? Erhöht die Skyline-Präzision mit Waffen. Ja. Wie geil ist das denn? Gewähr die Money. Bing! Wie hoch sie so diese Münzen schnipsen kann, ne? Die krasse Sau. Alles klar. Dann komm mal mit, Elizabeth. Ebne uns den Weg. Willst du mich verarschen, oder? Oh mein Gott, das komplette Magazin aber auch daneben gedonnert. Leck mich doch am Arsch. Jetzt kommen wir langsam zu dir, Kobold P100. So geht das nicht. Hä? Ist das zum Bluten? Ist das zum Bluten? Himmelarsch. Jetzt einfach mal ein bisschen zielen, ne? Denn wäre vielleicht nicht schlecht. Gut, Salze. Mülleimer. Okay. Welcome to Emporia. Die Stadt, das Haus von Comstock. Puh, ich fühle mich ein bisschen schlecht. This prophecy business. You don't think anyone can really see the future, do you? I saw something once when I first got here. A dream. It was New York, but larger than any New York I ever saw. It was burning. None of the prophet's magic is rubbing off on you. Who's sneaking around? Kill them all! No negotiation! No surrender! No forgiveness! Now! On it! Oh, up geht's! Alles klar, Kinder. So haben wir auch nicht gewettet hier. Here, ammo. Ah. So. Oh, gerade so. Alles klar. Das lief jetzt ein bisschen schlechter. Ich habe gedacht, ich habe mich mordsmäßig vorbereitet mit diesen komischen... Kannst du nicht mal Gesundheit finden oder so? Du findest doch immer das Passende. Hallo. Okay, hallo, Gesundheit, hallo. Kein Verlass auf die Frau. Kein Verlass. Schloss knacken. Knack mal. Na, dann mach aber schnell, wenn es so ein Kinderspiel ist. Oh, was machen wir hier? Salze, was zum Essen, was zum Trinken. Sehr. Bing. Dankeschön. Alles klar. Dann fahren wir doch mal hoch nach Emporia. Was für eine Aussicht. Geh zu Comstocks Haus. They, well, at least she invented the technology that allows the city to float. Giant balloons. Quantum particles, suspended in space-time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. The subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think the syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. I can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes... Finish each other's sentences? Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city bit. Ja, viel zu viele Fragen und Geheimnisse um die zwei, als uns um ihren Ursprung zu kümmern. Aber ihr seht, auch das, was ich immer schon angedeutet habe, die zwei sind sehr zwielichtig. Das Lustige ist, wenn man nicht darauf hingewiesen wird oder das erste Mal spielt und die ganzen anderen Eindrücke des Spiels verarbeitet, dann begreift man das nicht, ja? Die sind halt einfach immer da und man weiß, irgendwas stimmt mit denen nicht, aber der... eigene Gedankengang ist nicht fähig dazu. He was grooming me, wasn't he? Comstock? Yeah, I think so. Why lock me up? I'm guessing you didn't want to be groomed. Maybe he had something in the works to make you agreeable. What? Thought they'd stay on top forever. No one gets out alive!